Und das dann jetzt gegen Fortuna Köln, ein unangenehmer Gegner. Die haben den gesamten Kader ausgewechselt, haben 24 Leute in die Wüste geschickt und das hat sich positiv bemerkbar gemacht, war für die ein Riesenabsturz nach 26 Profijahren. Jetzt stehen sie aber plötzlich an vierter Stelle, in Lauerstellung zur Spitze. Also eine ganz unangenehme Aufgabe, gerade in dieser Phase für Erzgebirge Aue. Bodo Böck ist unser Reporter. Gerd Schädlich hat viele Einzelgespräche geführt. Er hat ja auch Zeit gehabt, in der letzten Woche brauchte seine Mannschaft nicht dran. Aber es war merkwürdig heute in Aue, kaum jemand wollte einen Tipp wagen. Man wusste nicht so recht, wo steht jetzt eigentlich der FC Erzgebirge. Und die Verunsicherung dieser Mannschaft war zumindest in der Anfangsphase auch deutlich spürbar. Ecke für Fortuna Köln und das schon nach 2-3 Minuten die erste Bewährungsprobe für Torhüter Mike Kischko. 2.900 Zuschauer bei herrlichem Wetter und der FC Erzgebirge muss weiter auf Boban, Barth und Hasse verzichten. Köln dominierte in der Anfangsphase mit Natschew. Pagels hatte hier gerettet, aber es war doch ein relatives Durcheinander in der gesamten Mannschaft. Als Außenstehender kann man bald sagen, fast langweilig diese ersten Minuten. Hier eine Ecke für den FC Erzgebirge. Aber vielleicht brauchten auch die Veilchen diese Zeit, um sich zu finden. Um nicht wieder mit fliegenden Fahnen unterzugehen. Das Team von Peter Vollmann, dem Kölner Trainer, scheint sich immer besser zu finden. Und da waren einige wirklich interessante Kombinationen hier im Lößnitztal zu beobachten. Der Mann beim FC Erzgebirge, der die Ecken schlägt, Borisław Tomowski. Und die erste Möglichkeit für Jörg Kirsten, der glücklicherweise heute wieder mit von der Partie war. Kirsten und Kunze, das Sturmduo von Gerd Schädlich. Und so langsam fing sich der FC Erzgebirge, wurde stärker. Kämpferisch, aktiver und agiler. Das ist Kunze. Hat er schön gemacht, sich gut durchgesetzt. Und dann schießt er trocken ab. Da sieht Peter Martin im Tor des Fortuna Clubs aus Köln nicht gerade gut aus. Aber wichtig war dieser Treffer in der 25. Minute, der gesamten Mannschaft weiter Mut gebracht hat. Gegen Ritter hat er sich da durchgesetzt. Ein Aufsetzer, den Peter Martin nicht unter Kontrolle bekam. Und das sorgte dann für die nötige Stimmung hier im Lößnitztal. Und die Antwort der Kölner Südstädter. Mike Kischko. Natsch ist einer der schussstarken Kölner und das zeigte er vor allen Dingen in der Anfangsphase dieser Partie. Schiedsrichter ist Markus Hecker und er kommt aus Penz. Kischko dirigiert seine Abwehr. Mit Tautenhahn heute, mit Sionko und Grund in der Formation. Und hier hat der Kischko ein wenig Glück gehabt bei diesem Schuss. Wieder einmal von Tibor Nord. Ja, aber der rutschte nicht über die Linie. Durchatmen auch für Gerd Schädlich. Das ist Peter Grund. Und Matthias Heidrich im rechten Mittelfeld heute aufgeboten. Wie gewohnt, kämpferisch stark. Da riss er auch die Mannschaft mit. Frank Süß. Fortuna Köln in dieser Phase mit Vorteilen im Mittelfeldspiel. Und dann kommen auch solche Chancen heraus. Tommy! Tommy! Schweres Amt hatte angetreten der Peter Vollmann. Er musste im Prinzip eine neue Mannschaft aufbauen im Süden Kölns. Pagels. Und dann knallt er das Ding einfach mal auf den Kasten nach 45 Minuten. Ein Schuss mit Mumm. Martin war noch dran, wie diese Zeitenlupeneinstellung beweist. Und das gefällt natürlich den 2.900, die wahrlich nicht verwöhnt waren in der letzten Zeit.
Wir sind in der zweiten Halbzeit. Mit Mai Kunze. Ja, der Torschützenbeste beim FC Erzgebirge. Der Treffer vorhin, das war sein viertes Ding. Und die Mannschaft steigerte sich weiter, hat jetzt endgültig die Nervosität abgestreift. Natürlich ist das dann auch ein hektisches Spiel geworden. Und Köln versuchte natürlich jetzt auf den Ausgleich zu drängen. Hier dieses Gerangel nach dem Foul des Urgesteins Hans-Jörg Schneider. Und das war Marcel Salomo. Einmal nach diesem Freistoß. Nicht optimal seine Lage zum Tor. Antwerpen, einer der gefährlichen Stürmer der Kölner, der hier diesen Angriff eingeleitet hat. Antwerpen und Sven Schuchardt, die Doppelspitze bei den Gästen. Liebevoll umsorgt vom tschechischen Duo Sionko und Grund. Und das ist eine strittige Situation. Tautenhahn deutet es an, hier kann man an sich auch gestrecktes Bein pfeifen. Der Schiedsrichter tat es nicht, Freistoß Fortuna Köln. Schlecht abgewehrt und das ist die Quittung. 1:1 nach 57 Minuten. Schanda, der Torschütze. Fehler von Grund, der da unglücklich abgewehrt hat und dann war Kischko chancenlos. Tautenhahn, einer der Besten heute. Und dann diese Aktion von Nord, der lässt da den Knöchel knacken. Und dann auch noch ein Schlag, aber ich denke unbeabsichtigt, ins Gesicht von Tautenhahn. Das hatte zur Folge, der Libero musste ausscheiden. Und Young kam ins Spiel. Das bedeutete Umstellungen beim FC Erzgebirge. Kurt, Marco Kurt, jetzt auf der Libero-Position. Der starke Heidrich. Tomoski und Heidler. Heidler kam ins Spiel für Kirsten. Das Spiel auf des Messers Schneide. Heidrich macht er ganz stark dort auf der rechten Seite. Pagels. Und dann zappelt der Ball im Netz. Das Netz bauscht sich. 2:1, 73. Minute. Zweiter Treffer von Kunze. Da haben sie schön dagegen gehalten. Sie haben sich, die Erzgebirgler, in diesem Spiel steigern können. Nach einer schwierigen Anfangsphase jetzt sehr kämpferischer Einsatz und dann auch die schönen Aktionen, auch wenn Heidler hier ein wenig Pech hat. Soloritt von Sümnich. Keiner greift ihn an. Dann noch einmal Sümnich. Glück, Glück in dieser Phase für den Gastgeber. Er ist laufstark, der Sümnich. Pagels hat ihn dann den Ball noch maßgerecht hingelegt und schon wieder Fortuna Köln. Die drängen jetzt natürlich auf den Ausgleich. Antwerpen, beängstigend frei kommt er hier zum Schuss, aber macht dann auch nichts draus. Nach wie vor der Stand 2:1 für Erzgebirge Aue. Die Fans feiern, so wollen sie ihre Mannschaft sehen mit diesem kämpferischen Einsatz. Und nun ergeben sich für den FC Erzgebirge auch einige Lücken. Young war das, nach guter Vorarbeit von Tomoski. Und auch hier wäre Peter Martin der Ball fast durch die Beine gerutscht. Offener Schlagabtausch jetzt. Was in den ersten 15 Minuten langweilig, so ist es jetzt ein interessantes Spiel geworden. Tomoski mit viel Überblick. Gute Regieleistung von ihm heute. Und dann der Knaller von Salomo. Sie haben sich gesteigert, die Erzgebirgler. Und konnten dann am Ende einen verdienten Erfolg bejubeln. Der Abpfiff des Schiedsrichters Marco Hecker. 2:1. Ein Sieg der Moral für Erzgebirge Aue. Wir haben völlig unverdient verloren hier. Wir mussten hier zumindest ein Unentschieden spielen. Wir hatten Chancen genug, um das Tor bzw. das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Wir waren spielerisch kein Deut schlechter, haben immer wieder unsere Chancen nach vorn gesucht. Und es war eine unglückliche Niederlage für uns.
Mike, es waren deine Saisontore 4 und 5. Waren sie die wichtigsten? Mit Sicherheit. Geht die Mannschaft jetzt aus der Talsohle wieder raus? Also wir wollen es hoffen. Wir haben hart gearbeitet und jetzt in den 2 Wochen. Der Trainer hat uns optimal vorbereitet und eigentlich an die Ehre von jedem einzelnen Spieler appelliert. Und wir wollen hoffen, dass das jetzt das Ende war. Also, die Niederlagenserie im Lößnitztal ist beendet. Ein Erfolg für den FC Erzgebirge. Ja, und ich denke mal, aufatmen im Umfeld von Erzgebirge Aue und insbesondere auch aufatmen bei dem Mann, der uns jetzt zugeschaltet ist, beim Trainer Gerd Schädlich. Wie groß ist Ihre Erleichterung, Herr Schädlich? Ja, die ist natürlich riesig. Wenn man 4 Spiele klar verliert, dann gerät man auch als Trainer unter Druck. Und wir sind alle froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und ich kann eigentlich der Mannschaft nur ein Kompliment aussprechen, dass sie heute enorm gekämpft hat und dann letztendlich verdient auch die 3 Punkte geholt hat. Sie sagen verdient. Ihr Trainerkollege sagt, es war sehr unglücklich. Wo liegt die Wahrheit? Vielleicht in der Mitte. Es ist natürlich klar, dass jeder Trainer versucht, seine Mannschaft stark zu reden und auch in der Öffentlichkeit die eigene Mannschaft zu loben. Ja, und ich denke, wir haben gegen eine sehr spielstarke Kölner Mannschaft gespielt. Das war normal. Die haben die letzten 6 Spiele nicht verloren. Wir waren am Anfang verunsichert und sind dann in erster Linie über die kämpferische Strecke zum Erfolg gekommen. Haben Sie einige Dinge ganz bewusst anders gemacht in der Vorbereitung auf dieses Spiel? Haben Sie Konsequenzen gezogen aus der letzten Niederlagenserie? Ja, eigentlich nicht. Wir haben ja die Punktspielpause gehabt und wir haben dann vorige Woche etwas härter trainiert. Wir haben diese Pause genutzt, um noch etwas draufzupacken. Und diese Woche ist ganz normal gelaufen und wie ich schon sagte, wir sind erstmal alle froh. Ist ja ohnehin eine sehr ausgeglichene Liga, das zeigt sich immer mehr. Hatten Sie das vorher so erwartet, dass da so viele Mannschaften dicht beieinander sind? Ja, man konnte vorab, glaube ich, kaum Prognosen abgeben. Deshalb haben ja auch viele Mannschaften gesagt, wir wollen die Klasse halten und dann noch hinzugefügt einstelligen Tabellenplatz. Bei uns wurde ähnlich gesprochen. Es gab eigentlich vor der Saison nur 3, 4 richtige Favoriten. Und das hat sich jetzt so bestätigt, dass es sehr, sehr ausgeglichen ist. Und wenn man nicht in der Lage ist, an die Leistungsgrenze zu gehen, dann hat man keine Chance. Und nun hoffen natürlich viele, dass Aue an die Anfangsleistungen der Saison anknüpfen kann. Glauben Sie, dass so ein Sieg tatsächlich dann auch im psychologischen Sinne Kräfte freimacht? Ja, sicherlich. Die Spieler, die sind ja auch nur Menschen. Und man hat ja gesehen, dass sie am Anfang verunsichert waren. Ich muss unserem Publikum ein Kompliment machen. Das Publikum hat hervorragend uns unterstützt und hat auch gesehen, dass die Spieler wollen, aber es ging am Anfang nicht. Und im Laufe des Spiels haben wir uns dann gesteigert. Das war sehr, sehr positiv. Vielen Dank, Gerd Schädlich, und nochmal herzlichen Glückwunsch nach Aue. Dankeschön. Wir kommen zur